Ja, im Moment ist ja das Wort Panama Papers in aller Munde. Und zuvor gesagt, wir sind im Journalistennetzwerk für dieses Panama Paper auch sehr dankbar, denn wir haben damit etwas entdeckt, das wir vermutet haben, aber nicht sicher wussten, in welcher Dimension da etwas passiert. Und was bedeutet eigentlich Panama Papers konkret? Naja, uns wurde gezeigt, dass es sehr viele Briefkastenfirmen, tausende von Briefkastenfirmen in Panama gibt, die zu bestimmten illegalen Zwecken benutzt werden. Was ist eigentlich eine Briefkastenfirma? Eine Briefkastenfirma ist im Regelfall in einer Steueroase oder jedenfalls in Ländern, die vielen Unternehmen und Privatpersonen helfen, Geld zu verstecken. Und eine Briefkastenfirma zeichnet sich leider dadurch aus, dass sie keine Mitarbeiter hat. Keine Mitarbeiter. Und sie zeichnet sich dadurch aus, im Regelfall, dass sie einen Scheindirektor hat. Scheindirektor deutet schon darauf hin, der wirtschaftlich Begünstigte dieses Unternehmens, der wirtschaftlich Begünstigte, ist uns nicht bekannt. Deshalb ist unsere erste Forderung, um herauszufinden, was da passiert, dass wir ein Register haben wollen, das alle wirtschaftlich Berechtigten offenlegt, damit wir überhaupt weltweit erkennen können, in welchem Netzwerk diese Scheinfirmen miteinander agieren. Wenn wir dieses Register haben, also die wirtschaftlich Berechtigten kennen, dann können wir etwa beobachten, dass eine Privatperson in Deutschland einen Geldstrom organisiert in eine solche Briefkastenfirma. Geldstrom hieße, man hat eine Überweisung. Wer tätigt die Überweisung? Also diese berühmten Koffer, die will ich jetzt nicht in den Blick nehmen, denn dass über Milliarden Geschäfte in Koffern abgewickelt werden, die Wahrscheinlichkeit ist klein, das wäre sehr auffällig, selbst an jeder Grenze. Deshalb passieren diese Transferierungen natürlich über Banken. Also die Bank hätte die erste Aufgabe, zunächst festzustellen, wer ist der wirtschaftlich Berechtigte? Und das passiert am leichtesten, indem man solche Register aufbaut. Noch eine kleine Besonderheit: Wir fordern, dass diese Register weltweit vernetzt sind, um eben eine Gesamtschau über die weltweit illegalen Vorgänge zu bekommen. Und jetzt sieht man schon, was passieren könnte, wenn es sich hier um Steuerhinterziehung handelt. Dann würden wir folgenden Vorschlag machen, dass wir eine sogenannte Quellensteuer erheben. Eine Quellensteuer, die erhoben wird auf einen Geldstrom in eine solche illegale Konstruktion. Und jetzt könnte man sagen, naja, wenn man so eine Quellensteuer erhebt, dann fragt man sich ja, ob das auf jeden Geldstrom etwa passieren soll. Das ist klar. Und da sagen wir, kann ja nicht sein, dass jemand eine Überweisung tätigt, gibt sofort eine Sondersteuer, weil es in ein bestimmtes Land eine Überweisung gibt. Nein, wir sagen, das soll auf die Fälle beschränkt werden, wo jemand aus einer solchen Briefkastenfirma dieser Person einen Kredit gibt und diese Person für diesen Kredit Zinsen bezahlt. Und diese Zinsen, da sagen wir, da wollen wir eine Quellensteuer haben, weil die Gesamtkonstruktion einfach so ist, dass ich über eine Scheinfirma mir selbst einen Kredit gebe, dann Zinsen an mich selbst bezahle in eine nicht bekannte Konstruktion. Und nicht bekannte Konstruktion, Briefkastenfirma, was erlaubt sie? Sie erlaubt mir Terrorismusfinanzierung, sie erlaubt mir Drogengeschäfte, sie erlaubt mir Geldwäsche, sie erlaubt mir Steuerhinterziehung und all diese negativen Effekte dieser Geldsammelstelle können wir damit begegnen. Und deshalb sagen wir, diese Quellensteuer in Kombination mit einem öffentlichen Register über die wirtschaftlich Begünstigten solcher Konstruktionen ist eine erste Antwort, auch in einem 20-Punkte-Papier, das Carsten Schneider gestern vorgestellt hat, um solchen Machenschaften das Handwerk zu legen. Mit diesem Beispiel wollte ich zeigen, dass unsere Vorschläge sich darauf beziehen, was Deutschland machen kann. Was kann unser Parlament eigentlich tun, um Steuerhinterziehung und illegale Finanzströme zu bekämpfen? Und da sieht man, die Quellensteuer wird in Deutschland abgezogen und natürlich fällt sie weg, wenn alles legal ist. Das ist völlig klar. Es ist eine Frage, wie man das mit den anderen Ländern verabredet. Aber wir haben unsere Besteuerungsrechte zunächst für Deutschland gesichert. Bundesfinanzminister Schäuble hat auch einen Vorschlag gemacht. Leider bezieht er sich sehr stark auf internationale Zusammenhänge. Also ist vielleicht charakteristisch. Sein Papier fängt an mit Panama muss. Nun ist es leider so, dass Deutschland nicht bestimmt, was Panama muss, sondern das müsste dann verhandelt werden. Sehr kompliziert. Das klingt so ein bisschen, als ob man die Lösungsvorschläge auf die lange Bank schieben will. Und deshalb haben wir gesagt, wir müssen dort beginnen, wo wir eigene Rechte haben. Wir haben noch einen weiteren wichtigen Vorschlag. Es entstehen häufig Gewinne in sogenannten passiven Gesellschaften.
also Gesellschaften, die nur dazu da sind, Gewinne der Steuer zu entziehen, der deutschen Besteuerung. Was übrigens konkret heißt, wenn jemand seine Steuer nicht bezahlt, dass andere Bürger in Deutschland dafür mehr Steuern bezahlen müssen. Also das, uns geht ja nicht darum, dass jemand Steuer bezahlt, sondern dass die Steuersysteme gerecht sind und die Steuerzahlungen auch gerecht sind. Und wir sagen, wenn jetzt jemand in einer solchen sogenannten passiven Gesellschaft, also eine, die nur zur Versteckung von Gewinnen dient, Gewinne erzielt, dann wollen wir diese dem deutschen Gewinn in einer deutschen Firma hinzurechnen und damit eine im Grunde nur taktisch versteckte Gewinnerzielung im Ausland auch besteuern. Und insgesamt gibt es damit ein faires System. Und deshalb sagen wir, wir müssen in Deutschland anfangen und noch eine wichtige weitere Komponente. Wir dürfen Europa nicht vergessen. Auch in Europa gibt es Vorgänge, die uns sehr zu denken geben. Vielleicht sollte ich sagen, die Rulings in Luxemburg oder die Patentbox in den Niederlanden. Das sind auch Gestaltungen, die sicherlich nicht europafreundlich sind, jedenfalls nicht freundlich gegenüber allen anderen Nachbarn in Europa. Und deshalb ist es klug zu sagen, wir fangen in Deutschland an, diskutieren stark in Europa und versuchen dann weltweit unser System auszuweiten. Und ich glaube, in dem Dreischritt haben wir einen sehr guten Lösungsvorschlag gemacht und den wollen wir auch weiter verfolgen.